Sie ruft doch, Max, hilf mir! Doch dann prallt sie auf den Boden. Max versteckt sich unter der Bettdecke. Er spürt den eisigen Atem des Schattens, der sich über Anna beugt. Bist du noch da, meine Kleine? Ja, du bist noch da. Gleich bist du mein, gleich kommst du in mein Rein. Komm, steh auf, steh auf, steh auf. Max spürt, wie der Körper des Mädchens sich aufrichtet. Verflixt nochmal, was soll ich tun? Wie rette ich sie? Wie schaffe ich das? Da hört er die Stimme von Anna. Ja, ich komme in dein Reich. Ja, du kommst in mein schönes, finsteres Reich. Komm, dann bist du mein, mein, mein. Dann bin ich dein. Ihre Stimme klingt ganz tonlos. Wie eine Maschine. Dadurch, dass sie sich aufgerichtet hat, ist die Bettdecke runtergerutscht. Max schaut, ob der Schatten ihn sehen kann. Doch der ist ganz mit Anna beschäftigt. Anna steht jetzt im Bett. Ja, Augen sind geschlossen und ihr Atem geht spürbar gepresst. Max schaut sich um. Er muss sie retten. Aber wie? Und plötzlich, als habe ein Windstoß die Gardine zur Seite geschoben, fällt ein Lichtstrahl auf einen Wecker, der auf einem Regal oberhalb von Annas Bett steht. Das ist es. Das ist es. Max läuft dorthin. Er muss sich springen und sich ziehen. Eine ziemliche Anstrengung für so einen alten Bären. Langsam zieht er sich hoch. Als er es geschafft hat, schaut er sich um. Der Schatten umkreist Anna, als wollte er einen Kokon um sie knüpfen. Er schleicht sich zum Wecker. Der tickt. Auf der Rückseite sucht er den Hebel, wo man den Alarm einstellen kann. Als er ihn gefunden hat und an ihn drehen will, stößt er mit dem Rücken gegen ein Buch, das dort auf dem Regal steht, runterfällt und mit einem Knall auf den Boden prallt. Max dreht sich um. Der Schatten hat von Anna abgelassen und schaut in seine Richtung. Weiße Punkte dort, wo die Augen sind, sonst alles schwarz. Stirn, Nase, Mund. Noch so ein kleines Biest. Na gut, es muss sein. Anna, wach auf! Wach auf! Gib dir keine Mühe, haariger Zwerg, sie hört dich nicht. Der Schatten atmet wieder ein. Max springt zum Wecker, umklammert ihn und lässt sich zusammen mit ihm vom Regal fallen. Während des Fluges lässt er den Wecker los, dieser prallt auf den Boden und bimmelt durchdringend. Als Max aufprallt, denkt er noch, das tut ja gar nicht weh. Dann ist alles schwarz. Im Zimmer geht das Licht an. Die Mutter ist gekommen. Was ist los? Was war mit dem Wecker? Anna, warum stehst du im Bett? Was ist passiert? Oh, Mami, ich hatte einen Traum. Die Mutter geht zu ihr und umarmt sie. Mami, da war so ein schwarzer Schatten. Komm, du kannst bei mir schlafen, sagt sie. Ja. Sie gehen beide hinaus. Das Licht geht wieder aus. Dann ist es wieder so dunkel. So dunkel, dass man fast nicht die eigenen Hände von den Augen sieht. Von den eigenen Augen. Ganz zu schweigen von fremden Händen vor den eigenen Augen. Oder fremde Augen vor den eigenen Händen. Als draußen die Vögel zwitschern, wacht Max auf. Nach einer Zeit fällt ihm ein, was passiert ist. Er geht zu Babisu. Er tätschelt sie so lange, bis sie die Augen aufschlägt. Wir haben es geschafft, sagt er. Wir haben den Schatten vertrieben. Du hast es geschafft, sagt Babisu. Komm, wir wollen die anderen aufwecken. Am Morgen, als es hell ist, sitzen die vier Truppen einträchtig nebeneinander. Komisch, denkt Anna, komisch. Habe ich sie so hingestellt? Scheint fast so, als würden sie sich zupinseln.
Sie geht hin und als ihr über Max Fell streichelt, fällt ihr ein, dass da was war in der Nacht, dass da ein schwarzer Schatten in den Schlaf gekommen ist. Und oh, denkt sie, heute Abend nehme ich euch mit ins Bett. Dann ist sie sicher, sie werden sie beschützen. Und dann geht sie in die Schule. Ja, das war die Geschichte von Anna und dem Schatten. Ah. Geschichte erzählen macht durstig und hungrig vor allem. Hungrig. Meine Lieblingsspeise. Ich liebe Gurken. Es gibt nichts Besseres als Gurken. Nichts. Also soll mir jemand kommen mit Eis. Eis ist nie so gut wie Gurken. Nie. Ich würde alles für eine Gurke machen. Alles. Also ich würde durch breite Flüsse schwimmen, wenn ich wüsste, auf der anderen Seite hätte es ein Gurkenglas. Kein Problem. Voller Piranhas. Wäre mir egal. Ein Arm weniger, kein Problem. Dafür Gurke. Die ist ganz besonders gut. So eine gute, also, na, ich würde euch gerne eine Gurke geben, aber tut mir leid, ich habe selber nicht so viel. Ja, ich würde auch noch durch dunkle Höhlen gehen. Oder wenn ich wüsste, auf einem hohen Baum wäre eine Gurke, sofort würde ich da hoch, sofort. Oder auf über breite Täler balancieren. Schade, dass ihr nicht keine so gute Gurke habt. Tut mir leid, ja, das würde ich alles machen. Alles. Aber ich kenne jemanden. Ich kenne einen Jungen. Also der würde das garantiert nicht machen. Der Junge heißt Sandy. Ja. Und der würde also nie irgendwo hingehen, wo es dunkel ist. Nie. Also der hat so eine Angst vor Dunkelheit. Ist ja dunkel. Ich mag nicht im Dunkeln sein. Nein. Bitte, mach wieder Licht. Ja, so geht das bei ihm. Er hat Angst, wenn es dunkel ist. Und was schlimm ist, wenn er zu Hause ist, sagt die Mutter, komm, hol mir mal ein Glas Gurken, ein Schüttlik und ein Bier. Vater kommt gleich. Wir wollen zu Abend essen. Komm, geh in den Keller. Nein, Mama, du weißt doch, nee, ich gehe nicht in den Keller. Nein, du weißt, der Keller ist so dunkel und dann kommt irgendwo aus einer Ecke, kommt was und macht, und dann, nee, ich gehe nicht in den Keller. Nein, mach ich nicht. Xandi, stell dich nicht so an, wirklich. Also, es ist furchtbar mit dir. Vater kommt, sagt, was habe ich für einen Sohn? Was habe ich für einen Sohn? Also als ich so klein war, also beziehungsweise so groß, Xandi, da war ich der Chef, ich. Ich hatte für nichts Angst. Wir sind durch die Stadt und alle hatten, jawohl, ich. Jetzt habe ich einen Sohn, der hat Angst, in den Keller zu gehen. Unmöglich. Das liegt an deiner Erziehung. Was? An meiner Erziehung? Schon streiten sie sich, obwohl sie sich eigentlich gern haben. Furchtbar. Nur weil Xandi Angst hatte. Und das war nicht das Einzige, wovor er Angst hatte. Er hatte auch noch Angst vor kaltem Wasser. Am Morgen, wenn er sich waschen sollte, der Vater sagt, kaltes Wasser macht munter. Ich mag nicht. Komm bitte lauwarmes Wasser und so. Oder es gab einen Fluss in dieser Stadt. Und da sind die Jungs, die Kinder, sind dann immer schwimmen gegangen. Schon im Juni, wenn es ein bisschen kalt war. Schneeschmelze. Und dann sind die Jungs sind rein, kalt, kein Problem, und rein und so. Und Sandy stand am Ufer. Ich habe
Angst davor. Nein, ich mag nicht. Er hatte eine Freundin, die hieß Anna. War nicht die Anna, war eine andere Anna. Und die sagt, komm, Sandy, ist doch nicht so schlimm. Geh doch rein. Ist doch nicht so schlimm. Ich mag nicht daran. Ich habe so Angst davor, das kalte Wasser. Und da kommt sicher ein Fisch und macht so. Naja, und dann hatte er auch noch Angst. Es hatte so Gräben am Fluss. Eben, und wenn die Jungs schwimmen gegangen sind und auch die Mädchen, danach sind sie raus und dann sind sie über die Gräben gesprungen. Anlauf und Sprung. Wow! Kein Problem. Sandy, ich schaff's. Läuft an. Und dann, je näher Graben kommt, desto schwerer wird er. Er wird wie ein Elefant, immer schwerer, wie eine Tonne. Und er steht vor dem Graben und denkt, nein, da falle ich rein, dann breche ich mir alles und dann tut mir weh. Nee. Ich hab Angst. Und die anderen Jungs sagen, na komm, spring doch. Ich kann nicht. Na los, komm, spring. Memme, Feigling, Angsthase. Hey. Sandy. Hat's nicht geschafft. Und dann hat er noch Angst, auf die hohen Bäume zu klettern. Da sind alle hoch. Sogar der dicke Rudi. Der dicke Rudi war deshalb so dick, weil er an keinen McDonald's vorbeikommt, um ein Big Mac zu essen. Aber auf dem Baum ist er hoch. Er ist nicht ganz hoch und er hat ziemlich seine Zeit gebraucht, weil er war... Aber er ist hoch. Der Einzige, der nicht hochgeklettert ist, war Xander. Tja, so schlimm. Und so war es mit Xander. Es waren vier Sachen. Er hat Angst gehabt vor der Dunkelheit. Er hat Angst gehabt vor alten Gräben. Und er hat Angst gehabt vor hohen Bäumen. Und dann gab es noch etwas, wovor er am meisten Angst hatte. Und das hängt mit der Stadt zusammen. Die Stadt war die Kur, kann man sagen. Tal, Bauten hat Berge. Und ein paar Kilometer entfernt hat seit Urzeiten, man weiß nicht genau wann, gab es ein Ungeheuer. Und das Ungeheuer hat dort geschlafen, in der Höhle. Hin und wieder, bei Föhn, hört man. Wenn das Ungeheuer kommt, das macht mich... Und alle anderen haben gesagt, das Ungeheuer, kein Problem. Schon meine Urgroßmutter wusste, dass es ein Ungeheuer gibt. Es hat schon immer dort geschlafen. Immer. Kein Problem. Haben alle gesagt. Stadtpräsident, Gemeinderäte, Polizei, die Lehrer, die Kameraden von Xandi. Die Eltern, die Tanten, die Göttis, die Ettis und die Nannis und die, ja, alle. Der Einzige, der Angst hatte, war Xandi. Ja, so war das. Eines Tages dann ging Xandi in die Schule. Ganz normal. Er kommt aus dem Haus raus, er hat sich mit lauwarmem Wasser gewaschen natürlich. Er hört und er denkt komisch. Sonst war es immer so, dass wenn das Ungeheuer geschnarcht hat, dann war es am Morgen. Heute ist still, ganz seltsam still. Er fragt Anna, sag mal, merkst du auch was? Nö, was soll ich merken? Naja, das Ungeheuer schnarcht nicht. Schnarcht halt nicht, hat sich umgedreht. Wir hören es nicht mehr. Naja. Naja, er geht in die Schule. Die erste Stunde, es ist Rechnen. Ja. Sandy denkt, was ist komisch, warum schnarcht das nicht? Passt nicht auf. Lehrer fragt, Sandy, was ist 2 mal 2? 8. Alle lachen. Alle. Wow. Genau. So peinlich war es dann für Sandy. Aber dann plötzlich, während des Unterrichts, plötzlich hört man ein. Komisch. Naja, irgendwo ist ein Laster. Oder irgendwas anderes. Kein Problem. Eine Minute später. Und dann hört man plötzlich. Bom, bom, bom. Und die Erde zittert. Und alle schauen dahin. Und denken, was ist jetzt los? Was? Ist da was? Und
plötzlich reißt jemand die Tür auf. Das Ungeheuer! Das Ungeheuer ist ausgebrochen! Das Ungeheuer! Rette sich, wer kann! Und alle Kinder raus. Die Lehrerin sagt, oh, nicht nur langsam ins Feuer rein, ne? Keine Chance. Alles rennt raus aus der Schule, runter auf die Straße. Straße, ein Chaos. Die Leute, ah, das Ungeheuer, das Ungeheuer! Manche verstecken sich, wo sie können. Manche raus aus der Stadt in alle Himmelsrichtungen. Sandy rennt, rennt, ohne links und rechts zu schauen, nach Hause. Straße, rein, hoch, rein in die Haustür, Treppe hoch in sein Zimmer, nimmt seine Bettdecke und das Bett, macht so. Da versteckt er sich. Das Ungeheuer kommt auf die Stadt. Und als er in die Stadt kommt, macht so. Und geht durch die Straße und schnurrt. Und kommt in die Straße, wo Xandis Haus ist. Kommt zu Xandis Haus, steigt übers Gartentor und geht auf die Tür zu. Macht die Tür auf. Geht unten ins Wohnzimmer, schnuppert, Schlafzimmer von den Eltern, geht dann die Treppe hoch. Die Treppe knapp, wie schwer das im Rücken. Kommt oben hin. Zimmer. Kommt zum Zimmer von und kommt rein. Geht an den Schrank. Spielzeugkiste. Zum Bett. Bett drauf. Schaut runter und sagt, komm raus! Oh nein, ich komme nicht raus. Nee, mach ich nicht. Komm raus oder ich fress dich! Und dann komm ich raus. Und Sandy kommt raus und das Ungeheuer steht vor ihm und das Ungeheuer ist boah. Ich hab Hunger. Ich will fressen. Ich will Gurken. Und Schüppling. Und Bier. Schnell, bring mir Gurken, Schüppling und Bier. Da muss ich ja runter in den Keller und da habe ich Angst. Da gehe ich nicht runter. Geh oder ich fress dich. Okay, gut. Lieber in den Keller als gefressen zu werden. Sandy geht runter in den Keller, packt eine Gurke, ein Schüppling, Dose und noch ein Bier und kommt wieder hoch. Das Ungeheuer hat sich inzwischen ins Wohnzimmer gesessen, sitzt auf der Couch, die biegt sich durch und sagt, ja, gib her! Öffne da! Nehmt die Dose mit Schüppling. Sabbat, egal. Nimmt Bier. Ich hab noch mehr Hunger, bring mehr. Aber ich muss doch dann wieder runter in den Keller. Geh oder ich fress dich. Sandy geht in den Keller. Alle Gurkengläser, alle Schüppling, alle eingemachten Tomaten, die gesamte Kühltruhe. Er holt den gebratenen Lamm. Vereisten Lammbraten? Kein Problem. Das Ungeheuer. Ja! Ich liebe als Nachtisch gebratenen, vereisten Lammbraten. Er trinkt alles. Es hat nichts mehr im Keller da. Ja, jetzt habe ich Lust zum Schwimmen. Ah ja. Komm mit! Sie gehen zum Fluss. Das Ungeheuer. Bom, bom. Sandy. Das Ungeheuer geht in den Fluss rein. Ja, und schwimmt da. Ja. Xandi steht am Nicken. Ich will nicht da rein. Nein, bitte nicht. Komm rein! Ja. Nein. Komm rein oder ich fress dich! Gut, ich komm schon. Beide schwimmen, die Ungeheuer. Sandy. Okay, sie gehen raus.
Das Ungeheuer sagt, ich möchte springen, gräben, ich liebe es, über Gräben zu springen. Läuft an, springt drüber. Komm her, ich fress dich. Aber das ist tief und dann falle ich rein. Hm? Ich fress dich. Spring nochmal! Hey! Boah, spring ein paar Mal hin und her. Mein Gott, ja. Gut. Super. Nachdem sie gesprungen sind, legt sich das Ungeheuer ins Gras und sagt, kraul mir den Bauch! Sandy denkt, jetzt hab ich. Jetzt war ich im Keller. Ich war im kalten Wasser, war nicht so schlimm. Ich bin gesprungen, war nicht so schlimm. Dann schaut er sich das Ungeheuer an und denkt, boah, eigentlich ist das Ungeheuer gar nicht so groß und so schlimm, wie ich dachte. Kraul mir den Bauch! Kraul doch selber. Was? Ich fress dich! Ja, muss mich erstmal bekommen. Sandy rennt weg. Ungeheuer. Wah! Und rennt hinterher. Sandy denkt, den höchsten Baum, der da steht, geht hin und denkt, doch, das schaffe ich. Und fängt an hochzuklettern, das Ungeheuer. Komm, bleib da oder ich fress dich. Komm doch hoch, sonst fress ich dich. Boah. Sandy. Aber der Baum ist zu stark. Das Ungeheuer kann nicht ausreißen. Sandy klettert weiter. Das Ungeheuer. Jetzt. Jetzt richtig. Und er fängt auch an zu klettern. Und Sandy denkt, oh Gott. Und irgendwann ist er oben an der Spitze.